Es kommen immer ganz viele so, ja, für ein Albino bist du echt hübsch. Und boah, das ist doch voll toll, dass du Afrikanerin bist, aber weiß. Bei mir ist heute Luisa zu Gast. Und Luisa, du hast Albinismus oder wie sage ich das am besten? Genau, ich habe Albinismus. Mit diesem Begriff können die meisten Leute nichts anfangen. Du hast es sehr nett ausformuliert. Also die meisten sagen immer, bist du ein Albino? Ist denn Albinismus eine Krankheit? Ja, Albinismus ist eine Erbkrankheit. Und es ist eine Stoffwechselstörung, die dafür sorgt, dass man kein Melanin produzieren kann. Wie ist das denn mit dem Albinismus jetzt speziell bei dir? Wie äußert sich das? Ich habe halt keine Pigmente an Haut, Haar und Augen. Das heißt, ich habe auch in der Iris wenige Farbpigmente. Aber ich habe eine Sehbehinderung, die noch zusätzlich dazukommt. Ich bin sehr kurzsichtig. Ich sehe insgesamt ungefähr 30%. Mit Brille sehe ich minimal besser. Ich glaube fast 40%. Sonst bin ich blendungsempfindlich. Mittlerweile geht es, weil dadurch, dass ich Wimperntusche trage, ist es deutlich besser, weil das Licht nicht direkt durch meine blonden Wimpern ins Auge geht. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Das habe ich nicht naheliegend. Ja, natürlich. Und dann irgendwas ist mir aufgefallen, boah, wenn ich keine Wimperntusche und dann wusste ich's. That's the trick. Ich habe ein beschränktes räumliches Sehen. So zum Beispiel, ich kann nicht einfach so über die Straße laufen, weil ich das eigentlich nicht richtig einschätzen kann. Deswegen stehe ich auch immer ganz frau vor der roten Ampel und gehe erst über grün. Wie ist das damit sowas wie Autofahren? Ich darf nie Autofahren, also zum jetzigen Stand, weil ich einfach viel zu wenig sehe. Das ist Luisa. Sie ist 22, studiert Medien- und Wirtschaftspsychologie und ist eine afrodeutsche Frau mit Albinismus. Häufig wird ihr gesagt, wow, du siehst so cool aus, ich hätte auch gerne Albinismus. Eine Störung der Hautpigmentierung. Stopp, Albinismus ist eine Krankheit. Deswegen hat Luisa hellere Haut und helle Haare. Sie hat eine Sehbehinderung, Augenzittern und ist lichtempfindlicher. Hey du! Was sie aber besonders belastet, ist die ständige, ungewollte Aufmerksamkeit. Was denn? Ist da was? Einer von 20.000 Menschen leidet weltweit unter Albinismus. Luisas Opa hatte die Erkrankung vererbt. Blöd findet sie das aber nicht. Albinismus gehört einfach zu mir. Merkst du so von den Reaktionen irgendwie anderer Menschen, wenn sie auf dich zugehen, dass das auch häufig so, ja, dieses positiv Verpackte quasi ist? Also, dass Leute dir sagen, oh, du siehst so krass besonders aus und das ist cool. Definitiv. Also, das passiert quasi tagtäglich. Also, Menschen reagieren immer auf mich. Womit ich Schwierigkeiten habe, ist, wenn Leute kommen und sagen, bist du ein Albino? So mit diesem Unterton auch so. Ja. Und dann direkt so, kommst du aus Afrika? Da ist das bestimmt total schwierig für dich. Ne? Du wirst bestimmt verfolgt und das Leben dort ist bestimmt nicht so schön. Dabei ist zu beachten, dass Afrika immer noch ein Kontinent ist und ich in Deutschland geboren worden bin, die meiste Zeit in Deutschland war und ich hier eigentlich ein sorgloses Leben geführt habe. Und dann kommen die, oh mein Gott, du bist so toll, darf ich deine Haare anfassen? Oh mein Gott, du bist ein Albino, boah, ey, guck mal. Es gibt Menschen, die starren mich an, gehen um mich herum und starren mich wieder an. Ja, manchmal, wenn ich das dann merke, dann, ich liebe meine Haare, ich ziehe die dann nach vorne, ist ein bisschen wie so ein Vorhang und versteck mein Gesicht, weil es ist mir einfach unangenehm. Wie ist das denn für dich jetzt gerade, weil du ja schon, ja, bestimmt sehr lange oder seit immer schon solche Kommentare zu hören bekommst oder auch so eine ungewollte Aufmerksamkeit dadurch, wie fühlst du dich damit oder wie gehst du damit um? Also generell sagen mir viele Leute, dass ich leiser rede, das ist halt auch so, weil mir ist es unangenehm, dass wenn ich so oder so schon wegen meinem Äußerlichen Aufmerksamkeit erziele, dass wenn ich was sage und wenn ich etwas Bestimmtes sage, noch mehr Reaktionen bekomme. Deswegen bin ich eher zurückhaltender, eher ruhiger. Also meine Mutter hat mir erzählt, als Kind war das so, dass wenn wir rausgegangen sind und man hat halt immer reagiert und immer gesagt, oh, sie ist so total süß, oh, sie sieht aus wie eine Puppe. Also ich habe immer Komplimente bekommen. Damals fand ich das ganz cool, aber mittlerweile ist das eher, es ist unangenehm, vor allem, weil ich ein relativ zurückhaltender Mensch bin und dann mit so viel Aufmerksamkeit einfach nicht umgehen kann. Ich habe Schwierigkeiten, Leuten in die Augen zu gucken, weil ich dann immer das Gefühl habe, ach, gleich muss ich mich wieder erklären, warum meine Augen zittern. Oder generell bei Vorträgen oder Referaten tue ich mich auch sehr schwer, weil ich dann
immer das Gefühl habe, egal was ich mache, egal was ich sage, das wird bewertet und ich muss perfekt sein. Leute haben ein Bild von mir und dadurch habe ich das Gefühl, ich muss dieses Bild immer aufrechthalten. Es ist ja häufig auch so, dass man gerade anhand irgendwie von Filmen und Serien ganz gut sehen kann, welche Vorurteile so kursieren. Und deswegen haben wir mal ein paar Szenen aus Filmen, die wir uns mal angucken können. Ja, gerne. Ich bin sehr gespannt, ich habe sie auch noch nicht gesehen. Sieht nach Classy Bösewicht aus. Ja, die meisten Vorurteile basieren ja aus den Dokumentationen aus Tansania, wie in bestimmten Kulturen Albinismus angesehen wird. Und ja, die haben meistens immer ne, das was Negatives, was Übernatürliches, weil es kann ja nicht normal sein. Und das konnte man in der ersten Szene, finde ich, ganz deutlich erkennen mit den Geistern oder dieser Gestalt, die dann durchs Auto. Also es ist nicht universell, dass jeder, der Albinismus hat, jetzt nicht in die Sonne rausgehen kann. Das ist bei mir auf jeden Fall nicht so extrem. Also in Deutschland, außer jetzt in der nächsten Woche, wird es ein bisschen heiß, aber sonst creme ich mich eher selten ein. Ich kriege auch nicht so schnell einen Sonnenbrand. Und wenn ich am Wasser bin oder im Ausland bin, dann creme ich mich schon ne, mit Sonnenschutzfaktor 30 ein, 35 und das reicht dann auch. It's a giant Q-tip. Hank! Well, I'm joking with the guy. Bring a little sunshine into his life. Careful, you'll peel. Do you need to see a menu? No, thank you. We've ordered. Oh Mann, also keine einzige positive Reaktion gefühlt. So ist in dem Fall ja auch so dieses, es ist sowas Krasses und ich muss das ansprechen und ich muss mich darüber lustig machen. Also ich habe noch nie einen Film gesehen, wo die Person mit Albinismus positiv gesehen worden ist, wo einfach ein Teil der Gesellschaft war. Es war immer so, diese Person ist anders und weil sie so anders ist, ist sie wütend. Sie sieht alles als negativ an. Gibt es denn auch heute noch irgendwie Vorurteile über Albinismus, die du irgendwie mitbekommst oder wo man das Gefühl hat, das geht irgendwie nicht raus aus den Köpfen von den Leuten? Ja, das gängigste Vorurteil ist, dass die meisten Leute denken, dass Albinos oder Leute mit Albinismus in ganz Afrika verfolgt werden und verstümmelt werden, obwohl es überhaupt nicht so ist. Die ganzen Reportagen, die dann um 22 Uhr laufen, das bezieht sich ja nur aus einem Land, also nicht auf das ganze Kontinent. Und ich komme aus dem Kongo und bei uns werde ich als ganz normaler Mensch angesehen und akzeptiert, obwohl Tansania nicht allzu weit weg ist. Aber es ist einfach ein ganz anderes Land mit einer anderen Kultur. Also wieder mal auch diese typische Generalisierung von wegen genau. Da in Afrika und dieses, ja, man setzt sich nicht mit einzelnen Ländern auseinander, sondern pauschalisiert irgendwo einen Kontinent. Teilweise auch mit so althergebrachten Vorurteilen und allem. Definitiv. Wie war das bei dir so in deiner Teenagerzeit? Hattest du irgendwo auch in den Medien Vorbilder oder Leute, wo du das Gefühl hattest, mit denen kann ich mich identifizieren? Ich hatte das Glück, dass ich so in der Teenagerzeit war, als das losging mit den Models mit Albinismus, da habe ich einmal, ein Lehrer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass er eine Reportage über das Model Diandra Forrest gesehen hat. Und daraufhin habe ich mir das mal angeguckt und ich war total geflasht und positiv überrascht und ich so, wow, ich könnte es auch schaffen. Ja. Und ich habe mir daraufhin dann auf Facebook geschrieben, dass ich den Beitrag gesehen habe und dass ich, also wie ich mich gefühlt habe zu diesem Zeitpunkt. Und sie hat mir sogar geantwortet, ich muss mich nicht verstecken, ich muss nicht jemand anders sein. Bei ihr war das halt deutlich zu sehen, sie hatte halt ihr blondes, krause Haar und war immer blond. Und bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich immer dunkle Haare. Ja. Und dann ist es gekommen mit dem Selbstbewusstsein, dass ich mir gedacht habe, ach, weißt du was, ich bin blond, wieso sollte ich das verstecken? Hast du denn das Gefühl, dass du als Teil der schwarzen Community wahrgenommen wirst in Deutschland? Ja, definitiv. Unter Schwarzen ist es ja häufiger so, dass, ich weiß nicht, es gibt ja manchmal, wenn man sich sieht, man grüßt sich einfach so. So, hey, Sister. So, und das passiert mir auch häufig und die sehen mich als normalen Teil der schwarzen Community. Es ist aber meiner Meinung nach auch selbstverständlich. Ich bin ja eine schwarze Frau. Ja, wie ist es denn bei dir so gerade im Alltag? Wie bist du von Rassismus betroffen? Also ich bin eher von positivem Rassismus betroffen. Also es kommen immer ganz viele so, ja,
für ein Albino bist du echt hübsch. Und boah, das ist doch voll toll, dass du Afrikanerin bist, aber weiß. Und das muss ja total besonders sein. Also versuchen das immer ganz schön darzustellen. Obwohl, wenn man sich das richtig anhört, ist das eigentlich gar nicht so nett, weil eigentlich jeder Mensch ist schön. Jeder mit Albinismus ist wunderschön. Ja. Und gerade so dieses für XY bist du ja schön, damit beleidigst du ja auch gleichzeitig alle anderen. Luisa, vielen Dank, dass du da warst heute. Danke, dass ich da sein durfte. Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr sie gerne unten in die Kommentare schreiben. Ja, und wie immer freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert. Das könnt ihr auch hier unten machen. Und ansonsten sehen wir uns hier hoffentlich nächstes Mal wieder. Bis dann. Tschüss. Tschüss.